Hallo und herzlich willkommen zur Industry Forward Expo. Mein Name ist Leopold Bochtler vom Publish Industry Verlag und als meinen nächsten Gast darf ich ganz herzlich den Dr. Christian Mosch, Geschäftsführer von IDTA, begrüßen. Hallo Christian. Hallo. Bevor du gleich mit deinem spannenden Vortrag zum Thema Mission Digital Twin, offene Technologie für Industrie 4.0 anfängst, so viel zu mir. Christian, die Bühne gehört dir. Vielen Dank, Leopold. Ich teile meinen Monitor und freue mich auf diese Präsentation. Mission Digital Twin, offene Technologie für Industrie 4.0. Vielleicht ganz ein, zwei Worte zu meiner Person nochmal, obwohl mich Leopold ganz gut vorgestellt hat. Christian Mosch, mein Name. Ich führe das Geschäft gemeinsam mit meinem Kollegen Mike Billmann der Industrial Digital Twin Association und wir sind relativ frisch auf dem Vereinsmarkt rund um der Technologievereine und wir wurden auch mit einer bestimmten Motivation gegründet und haben auch ein definiertes Ziel und das möchte ich heute gerne an dieser Stelle auch näher bringen. Letztlich bewegen wir uns aber im Umfeld von Industrie 4.0. Und gerade Industrie 4.0 hatte dieses Jahr auch seinen 10. Geburtstag gehabt. 2011 wurde das Projekt Industrie 4.0 gestartet. Die Plattform Industrie 4.0 wurde aus der Taufe gehoben. Und einige Diskussionen in Gremien und Entwicklungsarbeiten wurden seitdem geleitet und geleistet. Und ein Ergebnis ist unter anderem die sogenannte Asset Administration Shell. Das Konzept und die Spezifikation dazu wurden bereits im Jahr 2015 auch beschrieben. Das heißt, es wurde sehr viel eben Gremienarbeit geleistet. Ergebnisse wurden zu Papier gebracht. Und dann hat man sich relativ schnell auch dazu bewogen zu sagen, okay, Papier ist geduldig, man muss sich aber auch in Richtung Umsetzung bewegen. Und hat dann sich auf das Level des Demonstrators und der Use Cases bewegt. Und damit kam auch das Thema des digitalen Typenschilds 4.0. Und hier geht es tatsächlich darum, das digitale Typenschild auf Basis der Asset Administration Shell umzusetzen. Das ist auch ganz gut gelungen. Weiter gab es auch rund um das Jahr 2020 auch den Ruf der Industrie, das Thema weiterzutreiben und auch zu institutionalisieren. Und so sind wir dann relativ frisch am Markt mit unserem Go Live am 1. März diesen Jahres mit der Industrial Digital Twin Association gekommen, mit dem Anspruch, die Allianz für Entwickler und Endanwender rund um die Asset Administration Shell und eben auch weitergedacht des Digital Twins zu sein. Digital Twin ist ein Begriff mit vielen Bedeutungen und Facetten. Und wir haben uns natürlich am Anfang gefragt, okay, sind wir da richtig unterwegs? Passt das? Was ist eigentlich ein Digital Twin? Und ich will das Ganze mal versuchen, jetzt anhand dann des Lebenszykluses von Produkten oder wenn man es etwas abstrakter darstellt, von eben Assets, die im Industrieumfeld so vorliegen, einfach mal darzulegen. Wir sehen hier einen Roboter in der Mitte dieser Folie und ein solcher Roboter durchläuft auch natürlich seinen Lebenszyklus. Er wird geplant, er wird entwickelt, er wird gebaut, er wird auch dann beim Kunden in Betrieb genommen, gerne über die virtuelle Inbetriebnahme. Er ist dann im Betrieb, im Produktionsumfeld, muss dort auch gewartet werden, bis er am Ende seines Lebenszykluses auch recycelt wird. Das ist, glaube ich, jedem klar. Wenn man jetzt aber in die einzelnen Phasen auch guckt, wird jede Phase für sich meistens auch auf Basis von IT-Tools und mit Digitalisierung auch unterstützt. Und wir haben im Grunde für jede Phase im Lebenszyklus bereits eine bestimmte Form eines digitalen Zwillings vorliegen. Also wenn wir gerade in der Planung und Entwicklung beispielsweise gucken, dann sehen wir ja schon heute, dass die ganzen PDM-Systeme, PLM-Systeme, das integrierte Produktmodell, dass sie auf virtuelle Art und Weise ein Asset wie hier diesen Roboter ganz gut in einem digitalen Zwilling abbilden können. In der virtuellen Inbetriebnahme hat man aufgrund der Simulationstools und der Dateninformationen, die dazu vorliegen, auch im Grunde einen spezialisierten digitalen Zwilling. In der Betriebsphase, allein durch Standards wie zum Beispiel OPC UA, hat man wieder für sich dort einen digitalen Zwilling vorliegen. Fazit: Für jede Phase haben wir eigentlich schon heute digitale Zwillinge. Sie sind am Markt da, meist auch proprietär, also immer natürlich bezogen auf bestimmte IT-Lösungen. Und sie können ihren Job auch sehr gut tun.
Die Herausforderung, die jetzt an dieser Stelle ist, ist, diese ganzen digitale Zwillinge untereinander nochmal interoperabel zu gestalten, dass diese gesamten Informationen des Assets auch administriert werden können. Und so ist die Idee der Asset Administration Shell eben auch geboren. Eine Klammer über diesen gesamten Lebenszyklus und auch eine Klammer über die einzelnen digitalen Zwillinge, die für jede Phase seine oder ihre spezifische Aufgabe ganz gut lösen können an der Stelle. Und wenn wir jetzt gucken, dieser übergeordnete Industrial Digital Twin auf Basis der Asset Administration Shell, da sehen wir im Grunde, haben wir das Feedback aus der Industrie, das wird das neue große Thema sein. Und wir sind heute auf dem Niveau, dass wir sagen, es ist vieles eben applikationsgetrieben, es ist spezifisch zugeschnitten auf die Lebenszyklusphase, sie sind sehr effizient und eben für einzelne Elemente des Lebenszykluses ausgelegt. Aber wir müssen dahin kommen, zu skalieren, um dann im Grunde auch den Endanwendern und am Ende eben den Kunden auch die Möglichkeit zu geben, die gesamte Informationskette der Wertschöpfungskette auch interoperabel, auslesbar, interpretierbar zu machen, um darauf aufbauen, wiederum eigene Geschäftsmodelle generieren zu können. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Offenheit. Wir brauchen eben den Einsatz von existierenden Standards, wie eben ICLAS oder OPC UA. Und wir müssen auch, wenn wir dieses Thema gerade aus dem Industrie 4.0-Umfeld herausgehoben haben, auch in die internationale Verbreitung bringen. Und am Ende des Tages ist das große Ziel, das Plug and Play der einzelnen digitalen Zwillinge entlang des Lebenszyklus, sowohl horizontal als auch vertikal, dann nochmal abzubilden. Mit dieser Motivation ist die IDTA gegründet worden. Wir hatten insgesamt 23 Gründungsmitglieder. Go Live war 1. März. Wir haben jetzt innerhalb von einem halben Jahr uns mehr als verdoppelt. Heute sind wir 48 Mitglieder aus den unterschiedlichsten Bereichen des Marktes, aber immer natürlich im Bereich der Investitionsgüterindustrie. Es beginnt von den Sensoren über die Komponenten bis über die Maschinenbauer und dann auch den Endanwender. Das soll im Grunde diese Logo-Wall an dieser Stelle zeigen. Allen eint an dieser Stelle der Wille, Interoperabilität über die gesamte Wertschöpfungskette an dieser Stelle auch voranzubringen. Das heißt, die Positionierung der IDTA ist eine Position eines Technologievereins, die diese Technologie nach vorne bringen möchte. Das Ziel, wir haben uns 5 Ziele an der Stelle gegeben. Erstes und oberstes Ziel ist der Punkt der Internationalisierung. Bedeutet, wir möchten eine globale Community aufbauen, um den Standard des Industrial Digital Twins voranzubringen, auf Basis der Asset Administration Shell. Und das tut man am besten, wenn man den Nutzen aufzeigt. Und einen solchen Nutzen, das funktioniert nur dadurch, dass wir wirklich auch passende Anwendungsfälle darlegen, öffentlich machen, also auf der einen Seite erstmal sammeln, was gibt es bereits, welche Demonstratoren gibt es, was sind die Use Cases dazu, um sie dann wiederum auch am Markt sichtbar zu machen. Und wir müssen auch dahin kommen, auch ein bisschen in Richtung Training, Schulung auch zu kommen. Was wir im Moment so ein bisschen feststellen ist, viele verstehen, was die Asset Administration Shell ist, was der Nutzen ist, haben auch ein gewisses Bauchgefühl dazu, können es aber im Moment auch unternehmensintern oder auch an die Kunden heraus schlecht wiederum auf die Straße bringen und zu sagen, hey, das ist doch eigentlich die Technologie der Zukunft, weil Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Wir haben dann im Grunde dann festgestellt, okay, es braucht an dieser Stelle auch nochmal eben ein Trainingscurriculum, um diese Wertschöpfung nochmal auf eine neue Stufe zu heben, öffentlich für die Öffentlichkeit. Und die Technik dahinter, und das bringt mich auf den vierten Punkt, muss am Ende offen sein. Das heißt, wir verfolgen einen Open-Source-Ansatz. Die Asset Administration Shell wird dann entwickelt innerhalb der Eclipse Foundation. Das heißt, gerade Status heute, IDTA hat seinen Mitgliedsantrag bei der Eclipse Foundation eingereicht. Wir werden zukünftig dort die Softwareentwicklung vorantreiben. Die gesamten Informationsmodelle, die dazu entstehen werden, der ganze Source Code, der wird offen zugänglich sein auf der Plattform GitHub. Die Arbeit, die wir dann sowohl jetzt die Skalierungsarbeit rund um Training und Use Cases als auch die technische Arbeit im offenen Entwicklungsumfeld, organisieren wir in Arbeitskreisen. Hier ist die Struktur der IDTA zu sehen. Wir haben
die übliche Vereinsstruktur mit der Mitgliederversammlung, dem Vorstand und auch einem Beirat und auch der Geschäftsstelle. Die tatsächliche Musik spielt dann eben in den Arbeitsgruppen. Wir haben Stand heute zwei technologische Arbeitsgruppen. Das ist die Arbeitsgruppe Open Technology. Das sind eben diejenigen, die bei der Eclipse Foundation die Asset Administration Shell entwickeln und den Source Code dazu auch beschreiben. Wir haben die Arbeitsgruppe der Teilmodelle. Das sind die ganzen Teilmodelle, die auf GitHub als Repositories zur Verfügung gestellt werden. Dort definieren wir auch die Prozesse, was ein Teilmodell im Sinne von IDTA ist. Wir beschreiben dort auch den Zusammenhang zwischen den Teilmodellen und den zugehörigen Use Cases. Was ich damit jetzt meine, das werden wir noch im Laufe des Vortrags gleich sehen. Und wir diskutieren rund um das Thema Datenintegration. Bei der Arbeitsgruppe Quality Management, ist angedacht, existiert de facto im Moment nicht aus dem einfachen Grund. Wir müssen abwarten, dass aus der Open Technology und der Submodels-Gruppe natürlich Ergebnisse kommen. Erst dann kann man auch definieren, welche Testkriterien darüber zu definieren sind. Bei der großen Gruppe der Skalierung und Verbreitung, ich hatte es gerade angedeutet, Working Group Training zielt darauf ab, ein Online-Trainingscurriculum zu erarbeiten. Und bei den Use Cases definieren wir eben den Mehrwert und den Nutzen des Industrial Digital Twins und der Asset Administration Shell. Und da versuchen wir im Grunde die Asset Administration Shell auch anwendbar zu machen. Mit der Gruppe Marketing versuchen wir im Grunde das Branding und die Sichtbarkeit nach außen in den internationalen Umfeld auch zu verfolgen. Applications und Use Cases. Das ist eben eines unserer Schwerpunktthemen, mit denen wir uns im Moment hauptsächlich beschäftigen. Wir haben drei große Cluster auf drei verschiedenen Abstraktionslevels. Fangen wir mal rechts an der Folie an. Wir diskutieren im Moment über verschiedene Use Cases rund um das Thema Asset-Kompatibilität. Mit Asset-Kompatibilität ist gemeint oder ist ein Sammelbegriff für die Interoperabilität, für die Dienstleistung und für die Effizienz auf dem Shopfloor-Level, also wo die einzelnen Geräte, sei es ein Antrieb, sei es ein Roboter, sei es eine Werkzeugmaschine, in diesem Shopfloor auch eingebettet werden kann. Wir haben das große Thema des Smart Manufacturings. Gemeint ist im Grunde eine Stufe abstrakter zur Asset-Kompatibilität. Bedeutet, dieser Antrieb, dieser Roboter, diese Werkzeugmaschine muss sich in einem Umfeld auch einbetten können, um am Ende des Tages Komplexität zu reduzieren, muss auch den gesamten Lebenszyklus von sich und der Anlage und dem zu fertigen Produkt auch abbilden können. Also Lifecycle Management ist an dieser Stelle ein Schlagwort. Und dann im Grunde auch die OEE, also die übergeordnete Effizienz, das Effizienzmanagement dazu muss dazu auch abbildbar sein. Am Ende des Tages, wenn was produziert wird, wird im Grunde auch emittiert, zum Beispiel auch CO2. Wir haben das große Sammelbegriff Global Impact. Hier reden wir tatsächlich darüber, über Dekarbonisierung, Circular Economy und Nachhaltigkeit und eben auch der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, insbesondere der Mitgliedschaft innerhalb der IDTA. Wir möchten im Grunde hier kein politisches oder ähnliches Statement abliefern. Wir wollen einfach nur zeigen, dass die Asset Administration Shell eine Technologie wäre, mit der man im Grunde diese Schlagwörter auch bedienen kann. Also die Asset Administration Shell auf Basis des digitalen Typenschilds könnte man zum Beispiel abbilden, dass jedes Produkt seinen eigenen CO2-Fußabdruck digital auch abbilden kann an der Stelle, immer technologisch argumentiert und über die Nutzenargumentation betrachtet. Konkret die Use Cases, die wir aktuell in Diskussion haben, die hatte ich schon leicht angedeutet. Bei der Asset-Kompatibilität reden wir über Use Cases wie eben den digitalen Marketplace, Sensor 4.0, das Asset Onboarding oder Antrieb 4.0. Bei Smart Manufacturing reden wir über die intelligente Fabrik, über ein Flottenmanagement oder eben auch die Engineering-Integration der Asset Administration Shell mit der PDM- und PLM-Umgebung. Und bei Global Impact reden wir eben über die Use Cases wie digitales Typenschild, Energy Management oder Product Carbon Footprint. Am Ende des Tages sind solche Use Cases immer auch technisch zu fundamentalisieren. Bedeutet, wir entwickeln parallel zu den Use Cases eben die Asset Administration Shell bei der Eclipse Foundation und den Source Code auf GitHub.
und zusätzlich die einzelnen Submodelle. Submodelle dazu sind zum Beispiel ein Submodell zur Identifikation oder ein Submodell zur Dokumentation oder eben das Condition Monitoring. Selbst das digitale Typenschild kann als ein einzelnes Submodell formuliert und entwickelt werden und wird damit ein Teil der Asset Administration Shell. Und das basiert letztlich immer wieder auf existierenden Standards. Wir wollen nichts Neues entwickeln, sondern wir wollen im Grunde auf den existierenden Basisstandards aufbauen. Automation, ML, E-Class, OPC, UA, das sind die Standards, die hatte ich glaube ich auch schon vorher genannt, auf die wir aufbauen werden an der Stelle. Mit dem großen Ziel der vertikalen Integration, also die Produktion lässt sich bei den Anlagenbauern, bei den Betreibern, bei den Endkunden setzt sich logischerweise zusammen aus den einzelnen Maschinen, den Roboterzellen und diese setzen sich wiederum zusammen aus den Sensoren, aus den Aktoren und den Motoren beispielsweise. Und dann soll im Grunde einmal vertikal über die Asset Administration Shell die Kompatibilität und Interoperabilität sichergestellt sein. Aber auch übergeordnet. Wir sehen, dass die Asset Administration Shell in Zukunft die Interoperabilitätskomponente wird, um den eigenen Produkte mit über den gesamten Lebenszyklus abzubilden und auch in die Cloud dann auch zur Verfügung stellen zu können, sodass dann auf der Cloud-Ebene neue Geschäftsmodelle innoviert werden können und neue Wertschöpfung geschaffen werden kann. Beim Thema Training bauen wir derzeit innerhalb im Umfeld der IDTA eine Academy auf. Bedeutet, wir tun das mit unserem Partner University for Industry. Wir haben das in einer Partnerschaft so gemacht, dass University for Industry für uns im Grunde der ganze Know-how-Partner ist, um das Thema Lernziele und Inhalte strukturiert aufzuarbeiten und auch rüberzubringen und ein ganzes Curriculum aufzubauen. Die Inhalte selbst, die kommen aus der Mitgliedschaft der IDTA. Bedeutet, wir haben hier im Grunde die ganzen Experten, die im Grunde die Asset Administration Shell und die Entwicklung dazu auch im Grunde transferieren an diejenigen, die an dieser Schulung teilnehmen. Das Trainingscurriculum baut auf 4 Stufen, verteilt über 4 Wochen. Also wir beginnen immer grundsätzlich über das Thema Digitalisierung, kommen zum digitalen Zwilling, um dann die Chancen aufzuzeigen und dann auch am Ende des Tages der Implementierung. Das tun wir für 2 verschiedene große Zielgruppen. Einmal fürs Management und dann auch für die Entwickler. Bedeutet, wir haben 2 Trainingsprogramme im Moment avisiert. Einmal ein Awareness-Training, um einfach die Sichtbarkeit zu schaffen, auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es wichtig ist, das Thema anzugehen. Aber auch das zweite, ein Expert-Training, um zu zeigen, wie macht man das überhaupt? Wie kann man den nächsten Schritt ganz hands-on umsetzen und angehen? Go Live fürs Awareness-Training ist der 1. Dezember diesen Jahres. Für das Expert-Training, das ist ein bisschen nachgelagert, wir haben so eine zeitliche Schiene darüber gelegt, wird dann Mitte Januar 2022 sein. Grundsätzlich, wie können Sie sich das vorstellen? 4 Wochen Dauer. Es ist on demand, so ein bisschen wie man es auch von Netflix kennt. Sie haben im Grunde die Möglichkeit, die 2 Stunden Aufwand pro Woche sich selbst im Kalender einzuplanen und im Grunde dieses Schulungskurriculum dann zu starten, wann Ihr Bedarf dafür da ist oder auch die Zeit dazu da ist. Sie können sich das Curriculum auch selbst individualisieren und wir beginnen als erste Zielgruppe mit dem Management, mit dem Awareness-Training und die weiteren Zielgruppen werden wir dann auch nachfolgend dann auch bedienen an dieser Stelle. Um dann eben ein Gefühl dafür zu bekommen, wir haben dann eben die verschiedenen Experten, die sowohl erklären, was die Asset Administration Shell ist, wie man den nächsten Schritt zum Industrial Digital Twin gehen kann und eben auch gekoppelt, Sie sehen es hier in der Mitte, beispielsweise auch mit den jeweiligen Demonstratoren, die in der Fabrik vorliegen, beispielsweise bei Herrn Dr. Hoffmeister von Feste oder Rüdiger Fritz unten bei SAP. Da wird eben anhand dieser Beispiele gezeigt, was der Mehrwert der Asset Administration Shell sein wird. Ich hoffe, ich konnte einen guten Überblick darüber geben, wer die IDTA ist, welche Inhalte wir bedienen möchten und was unsere Ziele sind dazu. Wie gesagt, ich führe diesen Verein nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Mike Billmann. Und wenn Sie dann Fragen haben, weitere Interessen haben, melden Sie sich gerne bei uns.
Und an dieser Stelle freue ich mich auf Ihre Fragen und übergebe gern das Wort an Leopold. Ja, vielen Dank für den Vortrag erstmal. Und tatsächlich sind auch schon einige Fragen reingekommen. An unsere Zuschauer nochmal der kurze Reminder: Sie können auch weiterhin Fragen stellen während jetzt der Q&A-Session. Also das Tool bleibt weiterhin offen. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Ist eine bisschen längere Frage. Ein Zuschauer fragt: Die IDTA will parallel verlaufende Entwicklungsstränge des digitalen Zwillings zusammenbringen und als Open-Source-Lösung entwickeln. Heißt das, momentan laufen Maschinen- und Anlagenbauer in die Gefahr, bei aktuellen Lösungen rund um den Digital Twin auf eine proprietäre Lösung zu setzen? Also es stimmt, dass wir im Moment sehr viele parallele Entwicklungen haben. Jetzt gerade aus der Vergangenheit heraus, gerade mit dem Schlagwort Industrie 4.0, 10. Geburtstag an dieser Stelle. Wir sind aus dem Maschinenbauumfeld das Thema Industrie 4.0 dahingehend angegangen, in der Zeit im VDMA, dass wir gesagt haben, bevor wir überhaupt die ganze Thematik des Lebenszyklusmanagements, die ganzen Maschinen über den gesamten Lebenszyklus abzubilden, müssen wir im Grunde erstmal Schnittstellen an dieser Stelle schaffen. Der VDMA hat sehr früh darauf im Grunde gebaut, schon auf OPC UA als Standard zu setzen. Das war eine wichtige strategische Entscheidung und auch eine richtige Entscheidung an dieser Stelle, um erstmal im Grunde die ganzen Informationen und Daten aus den Maschinen heraus in einer standardisierten Form, in einer einheitlichen Sprache auch zur Verfügung zu stellen. Wir sind dann aber an einen Punkt gekommen zu sagen, was ist der nächste Schritt? Also dann hat man im Grunde den digitalen Zwilling für die Betriebsphase den ersten Schritt gegangen. Auf OPC UA kann man schon vieles heute aufbauen mit der Asset Administration Shell. Und der IDTA, Ziel, wollen wir diese ganzen Standards oder auch teilweise proprietäre Lösungen gar nicht ersetzen oder ablösen an der Stelle. Es geht vielmehr darum, eine Klammer drumherum zu bilden, weshalb wir jetzt schon heute in Diskussion gegangen sind mit den entsprechenden Vereinen. Also sprich mit der OPC Foundation sind wir natürlich heute schon in einem Dialog, genauso mit E-Class-Vereinen, genauso eben auch mit der Open Industry 4.0 Alliance oder auch mit dem Automation ML-Verein. Wir sind uns alle im Klaren, dass diese ganzen Organisationen für ihren Bereich ihre Expertise haben. Wir versuchen über dieses Ganze eben diese Klammer zu bilden. Und das ist damit dann auch gemeint, wenn es darum geht, die parallelen Entwicklungsstränge zusammenzuführen an dieser Stelle. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Klarheit schaffen können bei der Frage. Hoffe ich auch. Genau, es geht auch schon mit der nächsten Frage gleich weiter, die ein Zuschauer stellt. Und zwar: Lässt sich das Konzept des digitalen Zwillings überhaupt standardisieren oder bleibt es ein individuelles Werkzeug? Das Konzept des digitalen Zwillings ist im Grunde für jede Lebenszyklusphase ein spezifisches Konzept. Also wenn wir eben aus dem Engineering gucken mit dem integrierten Produktmodell rund um den Standard Step beispielsweise, ist das eine ganz andere Konzeption und Struktur des digitalen Zwillings, als es eben aus dem Umfeld der Fabrikautomation geht. Was wir versuchen mit der Asset Administration Shell zu erreichen, ist im Grunde ein großes Register, wie so ein größerer Schaltschrank, wo wir sagen, oder ein großes Regal oder einen Schrank, wo wir sagen können, okay, in diesen Schrank gehören die einzelnen digitalen Zwillinge mit ihrer eigenen Struktur da rein. Und wir müssen im Grunde immer dann die Schnittstellen definieren als IDTA mit der Asset Administration Shell zwischen beispielsweise den digitalen Zwillingen aus dem Engineering, zwischen und der Asset Administration Shell oder den digitalen Zwilling aus der Fabrikautomation mit der Asset Administration Shell. Genau diese Hochzeitspunkte immer, da liegt unsere Fokusarbeit. Was dann innerhalb der einzelnen digitalen Zwillinge dann wiederum strukturiert ist, da dieses Mapping, da müssen wir eben mit den Organisationen zusammenarbeiten an dieser Stelle. Und das wird ein längerer Weg sein. Das ist von heute auf morgen nicht mit einem Schalter umgelegt, aber dieses langfristige Ziel möchten wir angehen an dieser Stelle. Okay, vielen Dank auch für die Antwort. Jetzt eine Frage, die vermutlich viele interessiert. Du hast ja während deinem Vortrag schon große Unternehmen gezeigt, mit denen ihr zusammenarbeitet. Und hier wäre die Frage: Von welchen Vorteilen des Digital Twins können auch kleine und mittelständische Unternehmen am schnellsten und einfachsten profitieren? Also wir haben im Grunde derzeit eine gut strukturierte Mitgliederstruktur. Wir haben viele große, die hat man auf der Logo Wall gesehen, das ist wahrscheinlich auch am schnellsten auch das Auge hängen geblieben. Wir haben bewusst bei der Gründung der IDTA, bei der Mitgliedsbeitragsstruktur darauf Wert gelegt, eine niedrige Barriere für KMUs zu schaffen.
Und der Mitgliedsbeitrag steigt dann im Grunde dann mit der Umsatzgröße des jeweiligen Unternehmens. Und am Ende des Tages ist es ja so, dass die KMUs den Großteil der Investitionsgüterindustrie am Markt ja darlegen, mit über 85%. Und im Grunde müssen wir mit diesem Thema in die Breite gehen und gerade in die KMUs mit reingehen. Und da ist es ein bisschen dieses Henne-Ei-Thema. Von den großen Firmen muss es natürlich mit der Leistung und der Power, die auch dahinter steht, vorangetrieben werden und auch eine gewisse Investitionssicherheit durch ein Commitment der großen Firmen auch gegeben werden, dass diese Technologie angewendet wird in Zukunft. Aber die KMUs wollen wir an dieser Stelle auch nicht vergessen. Ja, und deswegen wollen wir auch bewusst die KMUs dazu gewinnen und auch adressieren, hier mitzumachen. Und daher auch bewusst der Weg in die Offenheit über Eclipse Foundation, über GitHub, offene Schnittstellenstandards, um hier nicht diesen technologischen Login in Zukunft irgendwie Gefahr zu laufen, da reinzugehen. Okay, vielen Dank auch für die Antwort. Jetzt kam gerade noch eine Frage rein. Modulare Prozessautomatisierung aus der Prozessindustrie. Wie hängt AAS damit zusammen? Wir sind tatsächlich gerade im Moment beim Teilmodell des Modular Tile Packaging derzeit in Diskussion. Insbesondere auch über die Verbandswelt haben wir dort den Dialog aufgenommen. Also sprich mit über den ZVI beispielsweise mit den Mitgliedsfirmen aus der Namur heraus. Im Moment, das ist auch ein bisschen derzeit der Mitgliedschaft geschuldet, wirkt der Verein sehr stark in Richtung diskrete Fertigung orientiert. Das ist eben derzeit so von der Art und Weise. Wir denken aber sehr intensiv daran, dass diese Asset Administration Chain, das gesamte Konzept, im Grunde auch weitere Industriebereiche wie der Prozessindustrie auch angewendet werden kann. MTP ist ein Thema, was wir heute schon betrachten, was im Grunde als eines der Teilmodelle ist, das mit am weitesten fortgeschritten ist, auch in der Spezifikation, wird auch eines der Teilmodelle sein, die wahrscheinlich mit am schnellsten noch dieses Jahr innerhalb der IDTA zur Verfügung gestellt werden als Teilmodell der Asset Administration Shell. Okay, vielen Dank. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage und das ist wahrscheinlich auch ein guter Abschluss. Nämlich hat ein Zuschauer gefragt, gibt es eine Empfehlung, wenn man schon jetzt die Vorteile des digitalen Zwillings nutzen will? Rein von der An als Empfehlung empfehle ich natürlich grundsätzlich erstmal natürlich die Webseite der IDTA auch zu folgen an dieser Stelle. Wir werden in Zukunft auch die ganzen Links zu der offenen Technologie auch zur Verfügung stellen. Wir hatten jetzt den Launch der neuen Webseite jetzt am 1. Oktober gehabt. Wir werden dort auch in Zukunft Dokumente zum Lesen auch zum Einstieg dort Dokumente zur Verfügung haben. Also besuchen Sie uns da gerne auf der Webseite und bei Rückfragen stehen wir da gerne zur Verfügung, wenn da tieferes Interesse nochmal dahinter ist. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, damit sind alle Fragen beantwortet. Sollten Sie noch mehr Fragen haben oder sich mit dem Christian in Verbindung setzen wollen, sehen Sie unter dem Livestream Kontaktdaten. Da können Sie eine E-Mail senden an die IDTA oder an den Christian direkt und sich hier mit ihm in Kontakt setzen. Ich bedanke mich bei dir, Christian, für den sehr spannenden Vortrag und ich bedanke mich bei Ihnen, Zuschauer, dass Sie bei uns geblieben sind. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Dankeschön.